Bevor die Teams hier hinausgehen, ins Oval ein Blick auf die Aufstellung des heutigen Gastgebers, des SK Rapid, der Mannschaft von Zoran Barisic. Im Vergleich zur Vorwoche, dieses 2:2 gegen Wolfsburg, bei vielen noch in Erinnerung. Erst zum Schluss gab es die beiden Gegentreffer durch die Kärntner. Zwei Veränderungen. Zum einen Max Hofmann wieder komplett fit, spielt statt Sonnleitner in der Innenverteidigung. Und auch Pavelic hat die Woche wieder übertrainiert, kommt ins Team. Deshalb geht Auer auf die linke Seite, dort wo sich ja Stefan Stangl verletzt hat beim Training und deshalb auch nicht mehr für diese Position zur Verfügung steht. Die Unparteiischen aus Wien, kurze Anreise. Harald Lechner, der FIFA-Schiedsrichter, wird bereits zum zweiten Mal in dieser Saison das Derby leiten. Hat auch das erste hier im Happel-Stadion gepfiffen. Ernst-Happel-Stadion etwa zur Hälfte gefüllt, etwas mehr als 20.000. Mit anderen Worten, in einem Jahr wäre dieses Derby wohl so gut wie ausverkauft. Und dann spielt der Rapid wieder in Hütteldorf im neuen Allianz-Stadion. Und dort gehen ja international 24.000 und national knapp 28.000 Zuseher hinein. Tommy, also vom Beginn weg in der Startformation der Spanier. Statt Mate Jelic zum zweiten Mal in Folge in der Startformation als einzige Solospitze bei den Wienern. Davor gibt es noch eine Ehrung. Rapid Präsident und Geschäftsführer ehren den Kapitän für sein 500. Pflichtspiel für Rapid. Das gab es in der Vorwoche, wo Hofmann selbst sogar auch treffen hätte können. Und hätte wohl auch Rapid diese Begegnung gewonnen. Heute für ihn in der Liga sein 404. Bundesligaspiel. Und gegen die Austria hat er zuletzt auch getroffen in der Liga. Das war im Februar beim 3:0-Sieg in der Generali Arena. Steffen Hofmann. Also Harald Lechner, der 33-jährige Marketingleiter aus Wien, assistiert von Maximilian Kolbitsch rechts im Bild und Andreas Heidenreich links. Also, die Austria hat Anstoß. Robert Almer, der Teamkapitän von Thorsten Fink und mit folgender Mannschaft spielt heute der aktuelle Tabellendritte. Auch hier zwei Veränderungen nach dem 0:2 zu Hause gegen Grödig, gegen den Tabellenletzten. Gorgon wieder fit, spielt im Team ebenso Friesenbichler und deshalb also nicht vorerst im Spiel, sondern auf der Bank Venuto und Kajode, die beiden Legionäre. Und da haben wir Alexander Gorgon, der war grippig in der Vorwoche und deshalb auch in Wolfsburg gegen Grödig nicht mit dabei. Aber seit Mitte der Woche wieder voll im Training und dann gibt es auch keine Diskussion, dass Gorgon heute vom Beginn weg spielt. Zoran Barisic hatte auch schon angenehmere Zeiten als Rapid-Trainer. 5 Spiele sieglos, seine Mannschaft. Auch Carsten Janka hat nichts dazu beigetragen, dass seine Stürmer Tore erzielen. Und in der Defensive also Max Hofmann, die Sprunggelenksverletzung komplett ausgeheilt. Heute also links in der Innenverteidigung, erstmals in der Startformation seit einem Monat. Der 22-Jährige und ersetzt damit also den erfahrenen Mario Sonnleitner. Stimmung sehr gut, Wetter ausgezeichnet, tagsüber war es sonnig. Erst jetzt am Nachmittag sind hier die Wolken über Wien zu sehen gewesen. Aber es ist noch trocken, auch wenn dann vielleicht im Laufe des Spiels auch noch der Regen einsetzen kann. Die Austria ist in der ersten Hälfte von rechts nach links und erstmals Rapid-Goalie Richard Strebinger am Ball gewesen. Mal von Hofmann an Holzhauser. Ein Duell, das es heute öfter geben kann, wenn Holzhauser Position einhält.
trifft er sehr oft auf den Rapid-Kapitän. Im Spielaufbau ungenau, Vance Schikow, der Austria-Innenverteidiger mit diesem Feldpass. Auer, der so von rechts nach links gewechselt ist. Stangl fällt also aus, und zwar bis zum Saisonende, weil er sich das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk gerissen hat. Petzos, ebenso kein Thema mehr in der Saison, wechselt er dann ohnehin nach Bremen nach seinem Innenbandriss. Murk auch verletzt weiterhin, und auch Novota trainiert zwar schon, der Goalie der Rapidler, aber schätzt erst, dass er Ende April tatsächlich matchfit ist und dann am Ende der Saison Strebinger wieder ersetzen wird. Schwab. Und der erste Schuss in diesem Spiel nach 2 Minuten. Kein Problem für den Teamtorhüter. Für Robert Almer, Stefan Schwab mit dem Distanzschuss. Nochmals zurück auf Almer. Hofmann betreibt da Vorchecking, aber Almer humorlos. Und Friesenpichler mit Meilinger im Zusammenspiel. Jetzt erneuter Versuch über Rotbuller, das Spiel der Austria aufzubauen. Schöner Ball von Holzhauser auf Marcinko. 21 Teamverteidiger bringt die Flanke in die Mitte. Dibon mit Problemen. Hofmann auf Auer. Auer, Fehlpass. Dann kein Foulspiel. Der Rapid-Konter. Schwab verfolgt von Grünwald. Auch hier entscheidet Harald Lechner auf Weiterspielen. Also die Linie ist offensichtlich klar. Der Schiedsrichter lässt heute von Beginn weg einiges laufen. Will sich da nicht früh schon mit Karten beschäftigen. Und dann schöner Pass von Hofmann auf Tommy. Ja, der hat auf keins gewartet, nicht selbst abgeschlossen. Aber die ersten Minuten zeigen hier eine interessante Anfangsphase. Das Duell Grünwald gegen Schwab, da wird schon schön gearbeitet. Schwab hätte dann auch gerne den Freistoß. Und davor die Aktion Koch im Duell mit Auer, auch hier. Kontakt ja, aber muss ja nicht unbedingt gleich ein Foul sein. So, jetzt gibt es den ersten Eckball für Rapid. Vorder dran. Kehrt. Grauwatz. Schuss abgeblockt. Keins. Wieder mal Schikow bei einem hohen Ball zur Stelle. Und der Austria mit Grünwald. Meilinger. Marcinko. Nochmals Meilinger und dann Strebinger. Also obwohl beide Mannschaften seit gefühlten Wochen einfach nicht gewinnen konnten, hat man nicht den Eindruck, dass hier die Vorsicht regiert, sondern, und das ist positiv, sowohl Rapid als auch Austria versuchen hier spielerisch
von Beginn weg zu überzeugen. Und das vor den Augen auch von Jan Nowota, wie erwähnt, befindet er sich im Training zurück zu seinem Comeback. Schaub auf Kainz. Etwas umständlich. Kainz gedacht für Auer. Hätte Kainz wohl auch selbst hier den Entschluss fassen können, abzuschließen. Thorsten Fink vor dem Spiel nochmals betont, er will Fußball spielen. Auch wenn man dann 4 Spiele in Folge ohne Sieg ist, hält er nichts davon. Tief zu stehen und abzuwarten. Ersatzbank von Rapid. Da sehen wir Mario Sonnleitner erst zum 7. Mal in dieser Saison oder schon zum 7. Mal in dieser Saison auf der Ersatzbank. Nur zur Information, der hat einen Vertrag bis 2019. Jetzt wurde auch noch Christoph Schösswender verpflichtet. Maximilian Wöber, auch ein Innenverteidiger, heute nicht im Kader. Also es gibt aktuell 5 Innenverteidiger dann ab kommender Saison bei Rapid. Sind schon gespannt, wie hier die Personalpolitik bei den Wienern aussehen wird, ob es da noch den ein oder anderen Transfer gibt. Stichwort Abgang. Pavelic. Ball noch im Spiel, aber bei Rapid. Kein Foulspiel an Hoffmann, die Entscheidung. Koch zunächst gut gearbeitet. Tommy. Ja, macht das sehr schön. Kainz. Ja, bekommt den Ball nicht so ideal unter Kontrolle, aber Rapid noch am Ball. Und dann erneut Schickhoff. Schwab holt sich die Kugel, aber war Kehrt. Aber der Israeli bis jetzt kaum im Spiel bei den Wienern. Dieser zentralen Position hinter Friesenbichler sucht er noch seine Idealposition, um der Mannschaft der Austria auch offensiv Akzente zu ermöglichen. Rapid wieder mit Auer, die linke Seite sehr aktiv. Auer eben anstelle von Stangl mit Kainz im Zusammenspiel. Abseits, Kainz, Flanke, unangenehm, Schaub, man hätte er vielleicht auflegen sollen, aus unmöglichen Winkel kann er eigentlich nicht treffen, Louis Schaub. Aus der Ersatzbank, mit ihm, mit Larry Coyote, also hat sich so gefreut auf dieses Derby, hat sich aber unter der Woche leicht am Knie verletzt, hat seinem Trainer versichert, dass er zu 100% fit ist, aber Thorsten Fink, der Mediziner unter den Trainern, hat ihn vorerst auf die Bank gesetzt. Übrigens auch Serbest auf der Bank, während hier Meilinger sich gut durchsetzt, aber dann die Flanke schlecht timet. Serbest auf der Bank, deshalb Vukojevic nicht im Kader bei der Wiener Austria unter Thorsten Fink. Und David de Paul ist krank, der wäre heute sonst vielleicht nach Meinung des Trainers eine Option gewesen für die Startformation.
stark gemacht von Tommy. Schneller als Hochhauser. Holzhauser, aber Rapid schon wieder mit dem Ballverlust. Aber schon auch die Austria im Aufbau mit Fehlern. Keins. Hofmann. Fair vom Ball getrennt. Da wurde auch nicht unterstützt von seinen Mitspielern. Gorgon. Wiesenbecher. Gerhard. Nochmals die Aktion zuvor. Hofmann sich ärgert. Die mangelnde Unterstützung seiner Mitspieler. Einsatz von allen Beteiligten, aber letztlich ungefährlich diese Aktion. Grünwald zuletzt am Ball. Becher braucht sehr lange, bis er den Ball unter Kontrolle hat, und dann macht eigentlich das Schlechteste draus. Grünwald und Meilinger hätten ihn unterstützt, aber die haben nicht den Ball bekommen. Da haben wir Kevin Friesenbecher, der sein erstes Bundesliga-Tor in diesem Stadion erzielt hat, beim letzten Derby hier im Happelstadion. Hat er das 2:1 gegen Strebinger gemacht. Babelic gut unter Druck gesetzt, aber niemand geht dann auf den Ball von Rotpuller, und deshalb wieder Rapid mit einem bis jetzt sehr auffälligen Florian Kainz. Da kommt Auer, wieder Kainz in der Mitte, der frei wäre. Auer wartet lange, Schwab, der Linke ist nicht der Stärkste. Und deshalb letztlich auch der Schuss nicht so platziert. Aber schöne Aktion. Von Rapid, Kainz, war auch vielleicht ein Handspiel dabei. Das Spiel ist aber weitergelaufen. Und dann Auer wartet lange. Sieht dann im Rückraum Stefan Schwab. Thorsten Fink, das sind entscheidende Tage für die Austria. Heute hier dieses Derby, immer Brisanz pur, und am Mittwoch dann das Pokal-Halbfinale. In 4 Tagen kann es für die Austria in die eine oder die andere Richtung gehen. Kommt man nochmal ran an Rapid, ist man unter Anführungszeichen, wenn man dieses Derby gewinnen sollte, die Nummer 1, Fragezeichen. Und kommt man ins Pokalfinale, wie im Vorjahr, wo man dann gegen Salzburg verloren hat. Letztlich geht es darum, sich für Europa zu qualifizieren. Und die Austria auch budgetär annähernd das in der kommenden Saison zur Verfügung hat, was es heuer gegeben hat. Dazu bräuchte man eben auch die ein oder andere Einnahme aus der
Europacup-Saison. Rapid mit Schaub, der nicht zum Ball kommt. Keins! Beste Möglichkeit nach 16 Minuten. Also die linke Seite von Rapid mit Keins, mit Auer. Die ist da zu stark. Diesmal schaltet sich auch noch Hoffmann ein. Dann kommt die Flanke von Auer. Tommy mit der Schulter. Und Keins mit dem Abschluss. Schöne Aktion. Zeigt die spielerische Dominanz von Rapid in der Anfangsphase dieses Derbys. Und der Ball nicht weit am Tor vorbei. Schwab, faul an Kehrt. Und Zoran Barisic ist mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und wird deshalb jetzt auch ermahnt von Schiedsrichter Lechner. Schwab trifft deutlich, zu sehen in der Zeitlupe, Kehrt am Körper mit dem Fuß. Und da sieht man dann auch die Anspannung beim Rapid-Trainer. Ein Foul im Niemandsland bringt ihn derart in Rage. Aber gut, vielleicht haben auch die Worte des Sportdirektors Barisic nicht nur gemundet, auch wenn sich Andreas Müller sehr neutral verhalten hat. Aber Fakt ist, bei Rapid haben sich viele mehr erwartet. Der Präsident hat ja sogar von der Meisterschaft gesprochen vor einem Monat. Und jetzt ist man seit 5 Spielen ohne Sieg im Pokal und im Europacup ausgeschieden. Und die Meisterschaft in weiter entfernt. Hat der Vorteil nichts eingebracht, deswegen gibt es den Freistoß für Rapid. Babelic schon wieder am Ball. Eine Abseitsstellung. Die erste in diesem Spiel. Nach 18 Minuten. Das war richtig gesehen vom ersten Assistenten Maximilian Kolbitsch. So, Thorsten Fink, was hat er bis jetzt gesehen? Seine Mannschaft reagiert mehr, als sie agieren kann. Und die Austria mittlerweile seit 5 Stunden und 15 Minuten ohne Torerfolg. Letzter Treffer Strigger Larsen gegen Sturm vor einem Monat. Tommy Schickhoff. Da sind zwei Hühnen. Die haben sich schon was mitzuteilen. Wanze Schickhoff, der im Moment gesetzt ist bei Thorsten Fink. Also Suchsballi ging dann letztlich doch an die Austria, dieses Duell. Meilinger, Ballverlust gegen einen aggressiven Pavelic. Keins, der ist nicht im Abseits. Super gespielt auf Hoffmann. Hoffmann die Möglichkeit und nicht das Führungstor. Eine
hundertprozentige Torchance für den Rapid-Kapitän, aber mit dem Toreschießen klappt es bei ihm in letzter Zeit überhaupt nicht. Meilinger, korrekt vom Ball getrennt von Pavelic und dann macht das Rapid sehr gut. Tommy hat sich da mit eingeschaltet in die Balleroberung, dann das gute Zuspiel, keine Abseitsposition von Florian Kainz. 70% der Rapid-Angriffe über die linke Seite, also kein Wunder, auch diese Aktion und dann Hofmann, der das zu Beginn gut macht, aber dann den Abschluss einfach nicht konsequent durchzieht. Aber Rapid, die bessere Mannschaft hier mit 60% Ballbesitz und schon wieder über links, über Kainz. Und Holzhauser immer wieder mit Kerzen. So, Fink treibt seine Jungs an, will, dass sie weiter aufrücken. Aber ganz interessant ist, die Austria hat Probleme, vor allem wenn Rapid in den Rückraum spielt. Da ist eigentlich immer mindestens ein Spieler frei. Da gibt es eben auch immer diese Abschlüsse von Schwab, von Kainz oder eben jetzt zuletzt gesehen von Hofmann. Läuft vom Ball weg. Keine Probleme für Maximilian Hofmann. Der Pass auf Tommy nicht exakt. Alma schießt den Ball in Seitenout, weil Friesenbichler angeschlagen ist. Er hat eine falsche Bewegung gemacht. Weg vom Ball und dann ist er gestolpert. Wird aber auch getroffen von Pavelic. Hofmann ist es natürlich. Trifft offensichtlich zunächst Friesenbichler, Hofmann und dann erst den Ball. Dann hätte es eigentlich Freistoß-Foul für die Austria geben müssen. Hat im Normaltempo völlig harmlos ausgesehen. Aber hier der Kontakt am Knie von Hofmann. Kommt es zum Kontakt mit dem Knöchel und der dürfte da offensichtlich auch leicht umgekippt sein. Jedenfalls humpelt er ein wenig. Hoffentlich geht es für ihn weiter. Das wäre bitter. Eine völlig harmlose Aktion an und für sich, die offensichtlich Folgen für Kevin Friesenbichler hat. Negative und deshalb macht sich Larry Coyote ein wenig warm. Die Austria also jetzt nur mit 10 Mann vorerst. Aber Friesenbichler wird es nochmals versuchen. Der Austria ist wieder komplett, Friesenbichler wieder im Spiel. Aber er ist schon runder gelaufen.
Pavlyuchenko viel zu heftig in diesem Zweikampf. Mit dem Unterarm trifft der Grauwarz am Hinterkopf. Seitstellung. Rotkuller. Marcinko, die Austria versucht ein wenig Struktur ins eigene Spiel zu bekommen, aber so wird es nichts. Grünwald einfach mal zum Gegner. Dann Koch, sehr heftig, sehr intensiv, gibt wohl jetzt eine eindringliche Ermahnung für den Rechtsverteidiger der Austria, der hier zu spät gekommen ist gegen Auer. Velic, Schaub, Zusammenspiel mit Auer, aber dann Pass von Schaub, gedacht für Kainz, sehr schlecht gespielt, aber Rapid hat hier in dieser ersten halben Stunde alles unter Kontrolle, hat auch ein, zwei Möglichkeiten gehabt, die beste durch Steffen Hofmann, um hier in Führung zu gehen. Aber es ist eben aktuell für beide Clubs schwierig, Tore zu erzielen. Übrigens das letzte 0:0 in einem Wiener Derby hat es vor fast 3 Jahren gegeben. Im August 2013. Zoran Barisic war damals schon Rapid-Trainer. Also wir sind guter Hoffnung, dass da heute auch noch etwas Zählbares passiert. Und jetzt über die linke Flügelseite agiert, aber gleich einmal den Ball verliert. Pavelic, Hofmann, Schwab, Kainz. Gegen Koch. Schaub, einfach vorbei an Holzhauser. Also die Rolle von Raphael Holzhauser ist oft nicht klar erkennbar. Manchmal spielt er einen Libero, aber den hat es eigentlich gegeben zuletzt, als Heribert Weber noch aktiv war. Und dann versucht er wieder den Spielaufbau zu gestalten. Aber so richtig positiv auffallend ist er nicht, auch wenn das sein Trainer durchwegs anders sieht. Schickhoff, schlecht gemacht, Kainz, da steht dann Rotpuller. Rapid jetzt wieder mit mehr Offensivaktionen, nachdem man so 3-4 Minuten einmal der Austria etwas mehr Ballbesitz gelassen hat.
Schaub, den Ball schlecht mitgenommen. Louis Schaub noch nicht wirklich in Erscheinung getreten, diesem Wiener Derby. Dafür dieser Mann hier, Kainz. Hofmann, schon wieder Auer. Rapid sucht die Lücke. Findet sie nicht, deshalb wieder über den Flügel, über Auer und Kainz. Der steht mit 10 Mann hinter dem Ball, bis auf Friesenbichler. Alle Violetten vor bzw. rund um den eigenen Strafraum. Schwab. Foul spielt Friesenbichler an Hofmann und dann gibt es Freistoß für Rapid. Hofmann beschwert sich noch, obwohl er ohnehin den Freistoß bekommt. Ja, trifft ihn Friesenbichler noch am Fuß. Problem für Alma, wird auch noch berührt und deshalb gibt es Freistoß für die Austria bei diesem Freistoß von Hofmann. Max Hofmann mit Kontakt gegen den Teamtorhüter Robert Alma, der übrigens seit seinem Comeback, Robert Alma, bei der Austria sieglos ist. 4 Spiele, kein Sieg. Keat. Ungenaues Abspiel auf Meilinger. Aber da war plötzlich die Lücke und der Platz für die Austria. Und so gibt es jetzt in Minute 35 den ersten Eckball für die Austria. Die Austria und Standards, diese Geschichte ist in dieser Saison bekannt. 22 Treffer nach Standardsituationen. Strebinger. Vor Friesenbichler. Die Hälfte der erzielten Treffer die Austria nach Standards. Kann man auch schon erahnen, wie wichtig für die Austria so etwas wie ein Eckball ist, um Torgefahr ausstrahlen und vielleicht sogar ein Tor erzielen zu können. Holzhauser hat hier das Spiel gelesen und die Idee von Grawatz durchschaut. Für Tommy unerreichbar. Weil ich vorhin gesagt habe, Alma seit seinem Comeback im Frühjahr mit der Austria sieglos. Er hat aber in diesem Stadion heuer schon gewonnen mit der Nationalmannschaft gegen Albanien. Also vielleicht ist das ein gutes Omen für ihn und da ist auch schon der Teamchef.
Marcel Koller, gestern in Mattersburg, heute im Happelstadion und rechts daneben der Generaldirektor, kurz vor der Pensionierung auch noch im Einsatz, Gigi Ludwig. Weiterhin große Probleme der Austria beim geordneten Spielaufbau. Also der gelingt ja absolut nicht in diesen ersten 37 Minuten. Da ist Rapid wesentlich weiter und vor allem auch zielstrebiger. Schaub. Ja, der Ball ist gut auf die zweite Stange. Jetzt kommt Kainz über den rechten Flügel. Reklamiert Handspiel, aber aus dieser kurzen Distanz kann es gar nie ein strafbares Hand sein. Dazu angelegt, weggedreht, also alles korrekt gesehen von dem Umparteisch. Schwab holt sich den Ball noch. Auer, nein. Zweikampf verliert Friesenbichler, der hätte hier gerne einen Foul bekommen, aber schon langsam müssen die Spieler auch erkennen, dass hier heute das Spiel, was die Zweikämpfe betrifft, sehr großzügig gestaltet wird. Und wenn die Regelauslegung so über die gesamte Spielzeit vom Schiedsrichter angeordnet bzw. ausgelegt wird, dann sollten die Spieler es auch wissen, dass sie hier eben die Zweikämpfe auch intensiver bestreiten können, ohne dass sie sofort ein Foul oder gar eine persönliche Strafe ausgesprochen wird. Pavelic, ja, löst sich da gut von Meilinger. Koch hat viel Zeit, hat da Probleme, dass er den Ball unter Kontrolle bekommt und dann passiert ihm etwas, was ihm eigentlich nicht passieren dürfte. Der Ball nach Meinung des Assistenten über der Torwartlinie. Wir haben die Kameras. Richtig gesehen. Und deshalb gibt es Eckball. Also ein technischer Fehler, der absolut unverständlich ist. So kommt Rapid zu einer Ecke und da hat man schon sehr oft getroffen in dieser Saison. Und jetzt eine Abseitsstellung von Dibon, aber ansonsten wäre es hier gefährlich geworden. 5 Minuten vor der Pause bleibt Rapid am Drücker nach dem Eckball von Hofmann. Dibon steht vorne, deshalb die Entscheidung richtig. Thank you.
Bauer. Gefällt mir sehr gut. Immerhin erst sein zweites Spiel im Frühjahr. Vorwoche Comeback nach seinem Syndesmosebandriss und ist eine auffällige Erscheinung in diesem Spiel. Da ist Schwab. Keins. Hofmann. Grauwatz. Schwieriger Ball für Schaub. Das macht Meilinger gut. Dann muss es wohl Freistoß geben. Grauwatz beteuert, dass er nur den Ball gespielt hat. Aber das war wohl Ball und Gegner. Eindeutig zu sehen. Das ist ein klares Foulspiel. Meilinger steht schon wieder. Grauwatz wird es irgendwann einmal auch einsehen, dass es eben um einen Tick zu spät war. Aber ansonsten bis jetzt ein sehr faires Spiel. Erst 8 Fouls, die da geahndet wurden. Und Rapid erneut mit Pavelic. Hofmann, er hatte die Möglichkeit auf die Führung. Und jetzt die Chance für Schwab und nicht die Führung erneut. Nächste Möglichkeit für den Tabellenzweiten. Also diese Gegenstöße, die laufen bei Rapid viel besser, viel schneller, viel klarer ab. Und Schwab wollte Alm überraschen, aber Winkel war schwierig und Alm wäre da gewesen. Nächster Eckball für die Austria. Die Schwierigkeiten hat, in Tornähe des Gegners zu kommen. Aber ich habe schon erwähnt, die Standards könnten dann hier auch einen Spielverlauf auf den Kopf stellen. Denn ansonsten war die Austria enttäuschend in dieser ersten Spielhälfte, was die Offensive vor allem betrifft. Gorgon mit dem Eckball. Rebinger gerade noch dran. Letzte Minute läuft. Ja, und Thorsten Fink, was hat er in die Sky-Kameras vor dem Spiel gesagt? Lange 0:0 halten, dann kommt Coyote und dann geht vielleicht was. Bis jetzt geht dieser Matchplan auf, falls es wirklich einer ist. Eine Minute wird es Nachspielzeit geben in dieser ersten Hälfte. Und das auch deshalb, weil ja Friesenbichler kurzfristig verarztet werden musste. Meilinger auf Kehrt, kein Abseits. Was macht Kehrt? Er verliert die Kugel. Also der Israeli für mich enttäuschend. Auf dieser Position muss auch mehr kommen. Gerade er wäre da notwendig mit Grünwald, um die Austria in etwas besserer Spielkontrolle zu bringen. Auf der anderen Seite Soran Barisic mit Carsten Janka. Also die Mannschaft von Rapid ist hier besser, aber ist das auch Rapid, so wie es sich der Trainer vorstellt, so wie es dann immer auch heißt in den Interviews, die Mannschaft muss Biss zeigen, muss Leidenschaft sein, muss zielstrebiger sein. Das war heute in einigen Phasen erkennbar, aber vor dem Tor nicht. Jetzt vielleicht Keins, immerhin Eckball. Aus der Sportdirektor kann im Moment nicht hinsehen. Schaut ein wenig, wie es auf anderen Sportplätzen so steht. Die Ruhe selbst, Franz Wohlfahrt. Dabei wackelt Platz 3. Letzte Aktion wohl in dieser ersten Spielhälfte. Hofmann, die Chance und nicht das Führungstor. Für Tommy, das wäre es gewesen. Auch er noch mit einer Möglichkeit. Der Kopfball von Tommy nach dem Eckball von Hofmann. Da stehen die Austrianer. Schickhoff schlecht, kommen zu spät in diesen Zweikampf.
Pech für Tommy. Übrigens, Tommy, der ist heute zum dritten Mal in der Startformation. Im Herbst gegen Grödig. Vom Beginn weg dabei. Und er hat ein Tor erzielt. Und letzte Woche Tommy vom Beginn weg dabei in Wolfsburg. Und er hat ein Tor erzielt. Also, das wäre jetzt fast der Hattrick gewesen. So, also ein 0:0. Im Boxen würde man sagen, klare Punktevorteile für Rapid. Aber im Moment wäre es eine Punkteteilung, was die Tabelle betrifft. Und damit würden beide sieglos bleiben. Auch das wäre unbefriedigend wohl für beide Mannschaften. Also faire Begegnung, habe ich schon gesagt. Beide Mannschaften Respekt zeigen. Rapid mit mehr Offensivakzenten. Die Austria nur agierend, im Spiel nach vorne nicht vorhanden. Was sagen die Fakten dieser ersten Hälfte? Mehr als doppelt so viele Schüsse von Rapid. Einer auf das Tor. Das war der von Schwab. Der war nicht wirklich gefährlich. Aber die Großchancen, die hatte Hofmann vor allem. Die hatte Tommy, die hatte Schwab dann auch noch kurz vor der Pause. Rapid mit klar mehr Ballbesitz. Zweikampfbilanz ausgeglichen. Passgenauigkeit. Also gut, bei der Austria 75%. Aber ganz ehrlich, fast alle Pässe in der eigenen Hälfte, die sollten dann auch ankommen. Ansonsten Rapid über die linke Seite famos, aber vor dem Tor weiterhin nicht effektiv. Die Pausenanalyse in Kürze bei Thomas Dukeschitz und Herbert Wiedels. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Größer soll er werden, größer soll er werden, dreimal. XXX Lutz feiert Geburtstag. Jetzt tausende Geburtstagsangebote und Aktionen bei jedem XXX Lutz. Unser XXX Lutz. Was der alles hat. Auch online. Und dann hätten wir noch die Crêpe Maison à la Confiture d'Abricot überzogen mit feinstem Sucre Glacé. Also Marillenballatschinken. Ihr. Heute bringt's auf den Punkt. Zu deinem Lieblingsspiel. La Poker? La Poker Sport. Take your chance. Talk und Tore. Die Tipico Fußballdebatte. Alles, was Fußball Österreich bewegt. Heute live auf Sky. So ein Wiener Derby, immer ein Spiel der Emotionen, ein Spiel der Leidenschaft, aber die 317. Auflage, Herbert Weber, steht noch 0:0. Wie fällt Ihr Resümee der ersten Spielhälfte aus? Ja, es steht 0:0, aber Rapid war in allen Belangen die bessere Mannschaft. Sie haben einige gute Torchancen herausgespielt, viel besser kombiniert als die Austria. Aber die Rapidler haben sich wie in den Spielen davor wieder mal nicht belohnt. Und die Austria, so wie sie auftritt, also da kann der Austria-Trainer Thorsten Fink einfach nicht zufrieden sein. Von hinten weg unglaublich behäbig, langsam, leicht durchschaubar. Und normalerweise müsste Rapid führen, aber die Chancen wurden nicht verwertet. Gut, wir schauen uns dann die Höhepunkte dieser ersten Spielhälfte gleich noch einmal an, in aller Ruhe. Jetzt allerdings zuvor der Rapid-Präsident Michael Kramer im Gespräch mit Jörg Kühne. Ja, wie fällt denn Ihr Resümee dieser ersten Hälfte aus, Michael Kramer? Ich finde, es ist nicht ganz schlecht, was wir sehen. Den Worten vom Heri sind es nichts mehr hinzuzufügen. Man kann eigentlich nicht viel besser spielen, außer dass man Tore schießen muss, wenn man so spielt wie wir. Aber gutes Spiel, wenn wir 3:0 führen, sagt da jeder, es ist in Ordnung, passt so. Ich will diesen Titel. Das waren Sie vor rund 3-4 Wochen. Wir erinnern uns alle. Wieso wird denn das jetzt heuer eher nichts werden? Wir wollen diesen Titel. Nicht nur ich, die ganze Rapid-Familie will diesen Titel. Rapid will immer einen Titel gewinnen und wir hatten und haben auch noch die Chance auf die Meisterschaft. Sie ist jetzt nicht mehr sehr groß, aber theoretisch noch möglich. Und solange wir die Chance haben,
müssen wir auch alles tun, um das Unmögliche möglich zu machen. Und so war das gemeint. Wie viel Prozent von dieser Chance sind noch da? 20 maximal. Wäre es, bleiben wir beim Konjunktiv, heuer wirklich einfach gewesen, relativ einfach gewesen, Meister zu werden? Oder finden Sie diese Aussage wie Ihr Trainer auch respektlos? Nein, man muss schon ganz ehrlich sagen, es wäre allein, wenn wir uns anschauen, welche Spiele wir nicht gewonnen haben und eigentlich gewinnen hätten müssen, wäre es relativ leicht gewesen, diesen Titel zu gewinnen. Also ist das nicht respektlos, das zu sagen? Ich sage ganz ehrlich, Salzburg war in einem Umbruchjahr mit 3 Trainerwechseln, mit vielen Spielerwechseln. Wir haben eine konstante Mannschaft gehabt. Okay, wir haben unseren Torjäger verkauft im Sommer. War sicher eine Umstellungsphase, aber die Chance war da und die Chance war sehr groß. Und sie ist noch immer gering, aber doch da. Was braucht Rapid in der nächsten Saison? Den unbedingten Siegeswillen in jedem Spiel, auch in den sogenannten kleinen Spielen. Wirklich alles zu geben, um es zu gewinnen. Und ich bin mir ganz sicher, im nächsten Jahr im Allianzstadion, wenn mit dieser Anzahl von Zuschauern die Dichte der Stimmung so groß ist, wird es ein Hexenkessel und wir werden dort alle Spiele gewinnen. Ist das jetzt auch schon so ein Vorbote von Ihnen? Schließen Sie sich da Andreas Müller an, dass der Wind etwas rauer werden könnte in der nächsten Saison? Naja, allein schon durch die Stadionatmosphäre wird der Wind für jeden, der in dieses Stadion kommt, sehr, sehr rau werden. Ich habe den Druck von den Chefs gemeint. Ah, den Druck. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, der erste Satz in unserem Leitbild lautet, Rapid ist eine Gemeinschaft. Der SK Rapid ist eine Gemeinschaft. Und ich sage ganz ehrlich, wir gewinnen und wir verlieren gemeinsam. Und wenn wir diesen Titel heuer nicht gewinnen, dann haben wir ihn gemeinsam nicht gewonnen. Und wir werden alles gemeinsam tun, um ihn beim nächsten Mal zu gewinnen, wenn wir ihn heuer nicht gewinnen. Und das soll dann so sein oder das muss dann irgendwann so sein? Das soll dann so sein. Müssen tut mir gar nichts außer sterben, hat meine Mama immer gesagt. Ein altbekannter Spruch. Ich bedanke mich für das Gespräch, Michael Graber. Sehr gerne. Danke. Gerne. Ja, ganz hat er den Titel noch nicht abgeschrieben, der Rapid-Präsident. Ja, da müssen Sie heute mal gewinnen. Ja. Gegen die Großen und gegen die Kleinen. Auf alle Fälle schauen wir mal hinein in die Höhepunkte dieser ersten Spielhälfte. Rapid deutlich überlegen mit der ersten wirklich guten Offensivaktion in Minute 17. Wie so oft Rapid gefährlich über die linke Seite. Das funktioniert auch ohne Stangl, aber Kainz ist noch da. Auer ist neu in der Mannschaft. Tomi legt ab und Florian Kainz, der Ausgangspunkt dieses Angriffs war, schließt auch selbst an. Ja, aber das sieht man wieder, wie viele Austrianer hinten im eigenen Strafraum stehen und trotzdem keine Möglichkeit haben einzugreifen, wenn Rapid wirklich sehr schön kombiniert. Hier die Rücklage von Domi auf Kainz und da hat wirklich nicht viel gefehlt. Was waren für Sie die Hauptgründe dafür, dass Rapid doch deutlich überlegen war in dieser ersten Spielhälfte? Weil viel mehr Dynamik im Spiel der Rapidler ist, weil sie einfach unbedingt nach vorne spielen wollen, weil man das Gefühl hat, sie wollen Tore schießen, aber ja, momentan fehlt es an der Kaltschnäuzigkeit, fehlt vielleicht auch der Goalgetter, der im entscheidenden Moment einmal das 1:0 erzielt. Apropos Dynamik, die fehlt der Austria nicht nur heute in diesem Derby. Da hinter uns wärmen Larry Cayode und Lucas Venuto auf. So wie es aussieht, werden sie jetzt noch nicht reinkommen ins Spiel. Ohne die beiden wirkt die Austria sehr behäbig, oder? Ja, aber wir können uns erinnern an die Aussage von Thorsten Fink vor dem Spiel, als er gesagt hat, wir werden versuchen, die Null zu halten bis zur 60. Minute circa. Und dann kommt Larry und schießt das 1:0 für uns. Also das kann es noch immer geben. Gut, wenn der Plan aufgeht, dann hat der Austria-Trainer alles richtig gemacht. Wir schauen in die 21. Spielminute. Am Ende kommt der Steffen Hofmann zum Abschluss. Aber diese Szene zeigt ganz deutlich, die Rapidler stärker, energischer in den Zweikämpfen. Diese Spielverlagerung von Stefan Schwarz auf die linke Seite ist richtig gut und dann Florian Kainz mit dem Pass in den Rückraum und da ist Steffen Hofmann eigentlich ganz alleine. Wie kann das sein? Ja, auf der einen Seite muss man sagen, dass Steffen Hofmann wirklich sehr gut im Spiel war in dieser ersten Hälfte, aber da, ganz ehrlich gesagt, muss er einfach mehr draus machen. Es war eine super Vorlage und die muss er auch einmal verwerten. Dieser Pass von Schwab raus auf Kainz richtig gut. Und dann wollen wir auch das Hauptaugenmerk noch auf Raphael Holzhauser legen, der Sechser bei der Austria. In der folgenden Einstellung ist ganz deutlich zu sehen, der Verlierer, höflich formuliert, sehr schnell den Kontakt zu Steffen Hofmann. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß, das ist nicht nur heute so, sondern ich weiß überhaupt nicht, welche Position, dass er in Wirklichkeit ausfüllt.
bei Ballbesitz von der Austria ist er hinten zwischen den zwei Innenverteidigern. Und wenn der Gegner den Ball hat, dann ist er einfach in der Defensive nicht zu finden. Und gerade da würde er benötigt werden. Ja, vor allem auch in dieser Situation. Rapid hatte dann in der absoluten Schlussphase dieser ersten Spielhälfte noch zwei gute Möglichkeiten. Zunächst durch Stefan Schwab, dann auch durch Tomi nach einem Eckball von Hofmann. Wie nah dran war Rapid aus Ihrer Sicht dem Führungstreffer? Sehr nah dran. Woran es liegt, dass man momentan das Tor nicht trifft, beziehungsweise diese Konzentration nicht aufbringt, um in Führung zu gehen. Ja, das ist mir persönlich auch ein Rätsel. Es war auch in Wolfsburg so, dass Rapid sehr viele Chancen vorgefunden hat. Aber es fehlt einfach dann dieser Mut, auch wirklich einmal die Konzentration zu haben und auch die Ruhe vor dem gegnerischen Tor. Ja, manchmal fehlen eben nur ein paar Zentimeter im Fußball zum Glücklichsein, so wie in der Nachspielzeit dieser ersten Spielhälfte Steffen Hofmann und dann Tomi mit diesem Kopfball. Wie bewerten Sie die Vorstellung des Spaniers, der heute wie in Wolfsburg ganz vorne spielt, Jelic nur auf der Bank bei Rapid? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er noch mehr in das Spiel eingebaut wird. Er hat einige gute Szenen gehabt. Ich denke da, als er den Ball abgelegt hat und Keins da dann voliert hat neben das Tor. Er ist ein sehr guter, technisch beschlagener Spieler. Er gehört mehr in das Spiel eingebaut. Ja, nach dem Derby ist natürlich auch heute vor Talk und Tore. Wie immer bildet unsere Fußballdebatte den Abschluss des Fußballwochenendes. Und heute ist Gerfried Pröll Ihr Gastgeber. Schönen Nachmittag aus dem Sky-Fußballstudio. Ja, die Meisterschaften in beiden österreichischen Profiligen, die bewegen sich langsam Richtung Ende, gehen also in die heiße Phase, sowohl in der Tipico Bundesliga als auch in der Sky-Go Ersten Liga. Von beiden Aufstiegskandidaten, die derzeit vorne sind, sind Vertreter heute bei Talk und Tore zu Gast. Zum einen ist da natürlich Frankie Schinkels zu nennen, der sportliche Leiter des SKN St. Pölten, der heute Stellung nehmen wird, genauso wie der Sportdirektor und Trainer des LASK, des Tabellenzweiten, Oliver Glasner. Wir reden aber auch über das Derby, das gerade läuft, und über die Tipico Bundesliga. Und das machen wir unter anderem mit Thanos Petzos, verletzter Mittelfeldspieler von Rapid, aktueller griechischer Nationalteamspieler, der im Sommer von Rapid zu Werder Bremen wechseln wird. Und ein ehemaliger Star von Werder Bremen ist unser heutiger Sky-Experte Andreas Herzog natürlich. Talk und Tore, wie gewohnt, ab 18.45 Uhr inzwischen wieder zurück ins Ernst-Happel-Stadion. Ja, danke Gerfried. Hier beginnt in Kürze die zweite Spielhälfte des 317. Wiener Derbys. Herre, was glauben Sie, wie geht's aus? Sehen wir noch Tore? Ja, von der Kreativität her war Rapid sehr gut. Es fehlen nur die Tore. Und werden wir sehen, was bei der Austria los ist, wenn wirklich leere Kiode kommt. Ja, und der Austria würde dieser Wechsel mit Sicherheit gut tun. Martin Konrad ist gleich wieder für Sie da. Talk und Tore, die Tipico-Fußballdebatte. Alles, was Fußball Österreich bewegt. Heute live auf Sky. Wenn Erde nur Erde wäre und eine Pflanze nichts weiter als eine Pflanze, dann wäre Bauhaus nur ein Baumarkt. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Sie online, mobil oder in über 200 Admiral-Filialen. Admiral, wetten Sie gewinnen. Gute Unterhaltung beim folgenden Spiel wünscht Admiral. Zweite Spielhälfte in Kürze beim Wiener Derby zwischen Rapid und Austria. Beide Teams unverändert zurück aufs Spielfeld gekehrt.
Das heißt, beide Trainer sind im Moment halbwegs zufrieden. Ja, da schau her, der wird ja schon langsam zum Stammgast. Hat er ein Abo bei Rapid, Donis Avdiay, vor zwei Wochen hier beim Spiel Rapid gegen Salzburg, heute schon wieder. Gut, wir sehen da auch noch Sascha Horvath. Also, aber er hat ja gestern gegenüber Sky mehrfach versichert, es gibt nur den SK Sturm für ihn in Österreich. Aber in Wien ist er gern. Los geht's, zweiter Durchgang zwischen Rapid und Austria. Und die Austria kommt mit Meilinger und mit Ballverlust. Also wird man jetzt eine etwas aggressivere Austria sehen? Wird man eine Austria vielleicht auch sehen, die auch allen hier, die zusehen, vermitteln möchte, dass man ein Tor erzielen will? Oder beschränkt man sich auf einen Punkt, um im Schneckentempo Platz 3 absichern zu können? Ja, also wie schon erwähnt, am Mittwoch im Pokal in Salzburg. Am Samstag folgt dann das Auswärtsspiel in Mattersburg und Rapid in einer Woche nochmals im Happelstadion im Einsatz gegen Sturm. Also Avdiay betreibt natürlich auch ein wenig Konkurrenzbeobachtung. Meilinger. Grünwald-Flanke ungenau. Auf Tomi. Ein schwieriger Ball für Hofmann, aber Auer setzt gut nach. Meilinger war noch da. Ja, apropos Austria. Ivica Vastić, dort hat er gespielt. Und dort in Mattersburg, wo jetzt Trainer ist, trifft er auf die Austria. Am kommenden Samstag exklusiv auf Sky. Ab 15.30 Uhr. Alma ohne Mühe bei diesem Ball. Von Tom. Gorgon legt sich den Ball vor und läuft dann in Grawatz hinein. Das ist natürlich kein Foul. Auch hier wieder der Spielaufbau sehr schwer nachvollziehbar. Abseitsposition. Tomi. Er hat jetzt zum zweiten Mal in Folge in der Startformation steht. Zeitstellung ist richtig. Viele haben ja schon nicht mehr geglaubt, dass ihm sein Trainer Zoran Barisic tatsächlich noch eine faire Chance gibt. Andere Sturmkollegen haben da wesentlich öfter in dieser Saison die Möglichkeit erhalten. Aber Tomi, also jetzt zum zweiten Mal da, hatte auch ein, zwei Momente, wo er den Ball gut abgelegt hat auf Mitspieler. Und selbst hätte er beinahe mit der letzten Aktion vor der Pause per Kopf das Führungstor erzielen können. Schaub, aber Grünwald trippelt sich ins Seitenhaus. Holzhauser. Pavelic hat das gut erkannt, das Zuspiel von Holzhäuser bei der Austria.
ist noch heiß. Auer chippt den Ball an die Querlatte. Und dann eine Abseitsposition. Aluminiumtreffer von Rapid Turinia. Durch Stefan Auer. Applaus von Zoran Barisic. Wieder mal wird die Austria-Defensive aufgebrochen. Ein Pass in die Tiefe, ein Pass in den Rückraum und die Austria ist immer nur Zuseher. Und immer wieder ist ein Grüner am Ball, als ob die mehr Spieler auf dem Feld hätten. Und Auer macht das sehr schön. Aber eben mit Pech. Denn sonst hätte er heute hier sein erstes Tor für Rapid erzählt. Zuletzt hat er in der Liga vor 1,5 Jahren für die Admira noch getroffen. Kam ja letzten Sommer von den Südstädtern. Ja, mit Schösswetter kommt dann schon der nächste aus der Südstadt. Gorgon zu durchsichtig. Kein Schick, Tommy, aber da ist Alma. Ist jetzt der Beste bei der Austria, der Goalie. Robert Alma. Wenn man Alma so spielen sieht mit dem Fuß, könnte man auch fast sagen, er ist der beste Feldspieler der Austria heute. Hier in diesem Derby. Also, schon angekündigt Rapidsturm, dann nächste Woche ab 16 Uhr hier aus dem Happelstadion. Das ist dann das vorletzte Heimspiel von Rapid im Happelstadion. Dann gibt es noch zum Abschluss das Heimspiel gegen Altach. Und in der Tabelle im Moment also weiterhin 5 Punkte Differenz zwischen den beiden Wiener Clubs. Sturm 3 Punkte nur hinter der Austria, die Admira 4 Zähler. Also es wird möglicherweise dann noch in den letzten Wochen, in den letzten Runden eng im Kampf um die Europacup-Plätze. Koch, schöner Slalom. Hätte interessant werden können. Ja. Sehr mutig. Auer, Risikobereitschaft groß, dann ist auch alles gut gegangen. Bleibt dabei Auer und Kainz, die auffälligsten Rapidler. Auch die Spieler mit den meisten Ballkontakten, vor allem er hier, Florian Kainz. Steigt drüber. So gibt es Einwurf Austria. Gorgon, das läuft da gut. Gerhard Meilinger. Meilinger, Ball noch abgefälscht. Strebinger lässt die Kugel aus und Gerhard beinahe mit dem Abstauber zum 1:0 für die Austria. Ja, so ist's, wenn man selbst kein Tor erzielt, dann kommt der Gegner einmal vors Tor und dann brennt die Hütte. Gerhard Meilinger. Versucht's einfach. Dann wird der Ball äußerst unangenehm abgefällt. Strebinger wirkt aber auch nicht sicher. Dann verhindern Max Hofmann und Strebinger gegen Keat. Vor allem ist es Max Hofmann. Das 0:1 aus der Sicht von Rapid. Oh, Spiel ist unterbrochen. Eckball wird wiederholt.
Tommy und Schickhoff. Die haben sich schon in der ersten Hälfte kennengelernt. Naja, Mazedonien ist nicht in der EU, das weiß auch Tommy, der Spanier. Holzhauser Eckball. Dann hat Schiedsrichter Lechner ein Foul erkannt. So, und die Austria wird als erstes wechseln hier in diesem Derby. Larry Cayore wird kommen in Kürze. Ich glaube aber nicht für Friesenbichler. Ein wenig mehr Risiko würde der Austria ja nicht so schlecht tun. Strebiger richtet sein Schuhwerk. Ah, so geht's einfacher. So, und die Unterbrechung könnte man auch für den Wechsel nutzen. Und das machen jetzt auch die Beteiligten. Roy Gerhardt geht. Und dem ist das Spiel auch großteils vorbeigelaufen. Aber jetzt mit seiner letzten Ballaktion hätte er beinahe den Führungstreffer erzielt. ...56 Minuten gespielt, Thorsten Fink wechselt früher als geplant. Nach 60 Minuten hat er gesagt. Und jetzt kommt also Cayore ins Spiel. Dann schauen wir, wie jetzt da die Aufteilung ist auf dem Spielfeld. Ob Cayore ganz vorne spielt oder doch Friesenbichler vorne bleibt. Oder beide. Also, wenn es aufgeht, was Fink mit der Austria vor, dann haben in Zukunft in den nächsten Minuten mit Sicherheit die Rapid-Innenverteidiger mehr zu tun. Denn bisher war es ja ein beschaulicher Arbeitsnachmittag für die Rapid-Defensive. Roy Gerhardt. Beinahe hätte er sein erstes Derby-Tor erzielt. Er trifft den Ball nicht richtig. Trifft dann eigentlich mehr den Rapid-Goalie. Aber das ist einfach Pech, weil man dann zu spät kommt. Schaub. Oh, da kommt der Ball glücklich zu Tommy und das ist das 1:0. Tommy mit der Führung für Rapid. Ein kurioses Tor. Bringt in diesem Derby Rapid in Führung. Und es ist Tommy, der also bei seinem dritten Spiel von Beginn weg zum dritten Mal trifft. Der Einwurf von Kainz. Dann holt sich Schaub den Ball. Dann macht das eigentlich nicht gut. Lässt sich viel zu leicht vom Ball wegbringen. Und was macht Grünwald? Der schießt Schaub an. Und Tommy steht nicht im Abseits. Ideale Vorlage von Schaub. Kompliment an Luis Schaub für diese Torvorbereitung, die natürlich absolutes Glück war. Alles richtig gesehen von den Unparteiischen. Und Tommy sehr souverän, sehr cool. Unter Alma hinweg zum 1:0. So jubelt Barisic, so jubelt Rapid. Thorsten Fink ist überrascht. Da riskiert er mehr, dann geht seine Mannschaft in Rückstand. Tommy mit dem dritten Saisontreffer. Also, das ist für den Spanier natürlich eine unglaubliche Genugtuung, dass er hier trifft. Und damit Rapid aktuell 8 Punkte vor der Austria, weiterhin 6 Zähler hinter Salzburg. Was macht Cayore? Erstmals am Ball, Strebinger. Na ja, auch nicht ganz so souverän, wie er den Ball nach vorne abwehrt. Aber plötzlich die Austria auch mit abgeschlossenen Aktionen. Foul Cayore an Kainz.
verstehe die Aufregung nicht. Immer diskutieren alle Spieler. Es war ein Foul, es gibt einen Freistoß. Bis jetzt ist dieses Spiel so fair. Der Schiedsrichter hat eine Linie, auch nach 60 Minuten noch keine gelbe Karte. Zuvor der Schuss von Kajore. Er war natürlich nicht angenehm für Strebinger, aber trotzdem. Die Abwehr eher vor das Tor als seitlich. Ist aber nichts passiert. Alma. Auch kein Foul, richtig gesehen, Kajore, aber das kennen wir vom Nigerianer. Hofmann, Schickhoff und dann Schaub. Riesenbicker, fair gestoppt von Christopher Dieber. Keins. Das Zuspiel auf Hofmann war schlecht, sonst wäre hier eine weitere gute Möglichkeit für Rapid gewesen. Das Spiel ist jetzt offen, das Spiel ist jetzt interessant. Und auch die Emotion ist jetzt noch mehr gegeben. Die Austria spürt, sie muss hier mehr unternehmen, hat auch ein, zwei Versuche gestartet. Dann natürlich unglücklich hier den Rückstand kassiert. Spielverlauf allerdings geht diese 1:0-Führung für Rapid vollauf in Ordnung. Foulspiel von Hofmann. Und angespannt weiterhin die beiden Trainer, Soran Barisic auf der einen und Thorsten Fink auf der anderen Seite, der viele Kommandos gibt. Jetzt an seinen Verteidiger Fabian Koch.
Marco, Foul gegen Tomé. Aber geschickt gemacht, der Torschütze. Gewartet, bis er da auch von Schickhoff berührt und getroffen wird. In Kürze wohl der nächste Wechsel bei der Austria. Wir nochmals das Tor sehen aus einer anderen Position. Schaub, der dann angeschossen wird von Grünwald, weil er auch nachgeht. Und dann sage ich es mal so, es ist für Rapid ganz gut, dass hier heute Tomi spielt, denn bei dem Umlauf von Jelic hätte es nie die Chance für Rapid gegeben. Die 20% Chance, sagt der Rapid-Präsident, sie lebt. Denn wenn Rapid hier gewinnen sollte, geht's noch. 5 Runden oder eben sind noch 15 Punkte zu vergeben. Foul an Hofmann von Kajode. Die beiden sind sich uneinig. Kajode arbeitet viel mit den Armen und Alma mit der Faust. Auch wieder ein unangenehmer Ball für die Austria. Und nach diesem Foul an Hofmann, der Freistoß, der dann schnell ausgespielt wurde, Tomi per Kopf. Und das hätte eben dann gefährlich werden können, wenn Schaub vor allem am Ball gewesen wäre. Benotto wird also kommen, haben wir vorhin schon gesehen, wie er sich das Trikot übergezogen hat. Alexander Gorgon wird aus dem Spiel genommen. Er ist auch noch nicht ganz fit, war ja grippekrank, aber Rapid kommt schon wieder mit Hofmann. Mit dem Auge für Auer. Ah, diesmal noch das schlecht. Echte Annahme. Schwab, stark, wie er sich hier durchsetzt. Gegen Gorgon auch. Die Flanke unpräzise. Stefan Schwab ist ja auch einer, der bei Marcel Koller noch die Chance hat, vielleicht auf den Eurozug aufzuspringen. Aber immer vorausgesetzt, passiert noch was, das wir ja keinem anderen Teamspieler wünschen. Aber Schwab ist ein Vorbild. Auch heute, vor allem in der ersten Hälfte, enormer Einsatz. Wenn ihm dann nicht immer alles gelingt, aber die Leidenschaft, die Einsatzfreude, die ist bei ihm stets vorhanden. Oh, jetzt gibt es den Wechsel. Benotto kommt. Wie gesagt, für Gorgon, der heute keinen Torschuss abgegeben hat, keine Vorlage. Er ist noch nicht bei 100% nach seiner Grippe. Bleibt also auch auf 13 Treffern bei seinem Torkonto. Soriano wird er nicht mehr einholen. Wir werden schauen, was er seinen Vizetitel in der Torschützenliste absichern kann. Benotto kommt also, auf der anderen Seite auch der erste Wechsel bei Rapid. Dort geht der Torschütze, dort geht Tomi, der für mich nicht nur wegen des Tores ein gutes Spiel gemacht hat, weil er ein intelligenter Stürmer ist, weil er immer anspielbar ist, weil er dieser Mannschaft helfen kann.
Nur Soran Barisic hat es nicht immer so gesehen. Jetzt kommt also Jelic für die letzten 20 Minuten. Also 26.200 Besucher bei diesem Wiener Derby. Wie gesagt, das nächste mit der Gastgeberrolle von Rapid findet im Allianzstadion statt. Dann ist es ausverkauft in der kommenden Saison. Apropos neues Stadion. Rapid hat bereits rund 14.000 Abos verkauft, inklusive VIP-Karten. Hat sich da eine eigene Grenze gelegt. 15.000 die Normalabos betrifft und 3.000 für die VIP-Abos. Dort hat man auch schon fast 2.000. Also es sieht gut danach aus, dass wir einen neuen Rekord in Österreich in der kommenden Saison sehen, was den Vorverkauf betrifft in der über 40-jährigen Bundesliga-Geschichte. Das wird dann schon eine interessante Sache werden für alle Clubs, wenn sie dann nach Wien-Hütteldorf müssen in der kommenden Saison. Aber zurück auch gedanklich zu diesem Spiel, zu diesem Derby, das hier in die Schlussphase geht, mit dem ersten Eckball übrigens erst in der zweiten Hälfte für Rapid. Hofmann. Schaub, aber da war Riesenpicker. Nochmals Hofmann, Jelic, Dibon. Da wird er noch von Rotkohler getroffen. Spiel läuft weiter. Ich glaube, es ist halb so schlimm. Er hätte gerne einen Freistoß gehabt. Rotpol ist da stehen geblieben. Dibon spielt den Ball und dann steigt ihm noch auf den Fuß. Also unglückliche Situation, aber da war mit Sicherheit keine Absicht dahinter. Bei Lukas Rotkohler, der heute zum 100. Mal in der Bundesliga aufläuft. So, wie wird das Spiel fortgesetzt? Die Austria hätte gerne wieder den Ball. Beim Schiedsrichter Ball. Dem das Spiel unterbrochen wurde wegen der Verletzung von Dibon. So, sehr fair, Rotkohler. Rapid hat auch wieder die Kugel. Jetzt sich der Lechner und Steffen Hofmann, wie immer gut organisiert, die Zunge beim Rapid-Kapitän. Gemacht von Hofmann. Kein schwieriger Ball für Schwab. Jetzt wird Kainz zusehends etwas mehr müde. Holzhauser, technisch, ja, da geht sogar was. Aber die Austria braucht mehr als die ein oder andere Aktion für die Galerie. Will sie hier nicht zum dritten Mal gegen Rapid in dieser Saison verlieren, zum dritten Mal in Folge verlieren. Und zum vierten Mal in Folge ohne Treffer bleiben. Das sind dann alles Werte, die das Frühjahr für die Herrschaften aus Favoriten nicht wirklich angenehmer machen. Für ihn hier, für Thorsten Fink. Andererseits, er hat immer nur vom dritten Platz gesprochen. Im Moment steht er dort.
Aber der zweite Platz wäre dann weg, wenn heute die Austria verlieren sollte. Strebinger, kompromisslos. Venuto, auch einmal am Ball. Seit seiner Einwechslung. Kajode kommt da nicht an die Kuh. Die letzte Viertelstunde. Venutos Schuss ungefährlich. In dieser Schlussviertelstunde gibt es zwei Teams, die heute hier auf dem Spielfeld stehen, die die meisten Tore in dieser Saison erzielt haben. Rapid 14, die Austria 11. Also dranbleiben, hier passiert noch was. Hofmann, in einem Derby gibt es keine Müdigkeit. Keins, stark gespielt. Jelic. Schwieriger Winkel. Zweiter Wechsel Rapid. Es geht Luis Schaub und es kommt Philipp Schobesberger. Zunächst hier noch die starke Zweikampfaktion von Hofmann gegen Koch. Keine Abseitsposition nach dem Zuspiel von Kainz bei Jelic. Und dann sein Abschluss. Nicht aufs Tor. Schaub, naja, also ich würde sagen, das war eigentlich durchwachsen, was er gezeigt hat, aber am Ende hat er den Fuß hingehalten bei der entscheidenden Szene bisher, die dann durch Tommy zum 1:0 vollendet wurde. Und jetzt kommt also Schobesberger, der vielleicht noch den Raum hat hier in dieser Schlussphase mit einem Konter für Rapid das Spiel zu entscheiden. Stark gemacht von Minotto, der ist gar nicht vom Ball zu trennen, nur der Abschluss ist ungefährlich. Aber der versucht jetzt auch einmal im 1 gegen 1 sich durchzusetzen. Das, was bei der Austria über 70 Minuten nicht zu sehen war. Auch wenn vielleicht am Ende noch eine andere Idee besser gewesen wäre. Meilinger holt den Ball allerdings für Rapid, für Kainz. Einwurf Rapid. Pavelic, Primacinko, Schobesberg unterstützt ihn. Keine Abseitsposition. Rotkohler. Wieder mal Venuto. Ja, macht Auer sehr klug, wie er da abschmiert. Den Ball und damit auch den Laufweg von Meilinger.
Thorsten Fink im Moment seine Ausdauer übrigens im Frühjahr in einer Frühjahrstabelle mit Altach ex aequo auf Platz 8. Nur Grödig hat weniger Punkte. Also wohin da die Tendenz geht, ist dann unschwer zu erkennen. Immerhin war die Austria im Dezember noch Tabellenführer. Holzhauser Freistoß. Aber bis auf eine kurze Phase. Oh, Meilinger, auch jetzt kommt er nicht an die Kugel. Bis auf eine kurze Phase zwischen der 55. und 60. Minute. Da gab es diese eine Chance für Keat nach Meilinger Schuss und dann ein halbwegs gefährlicher Schuss von Kajode. War Rapid immer die Mannschaft, die hier alles im Griff gehabt hat. Der Schobesberger, der war nicht im Abseits. Wieso nimmt er die Kugel nicht an? Da hat die Austria-Defensive geschlafen. Löst sich gut. Rotbuller spielt auf Abseits, war aber keins, weil Koch es aufgehoben hat. Schickhoff war es. Schobesberger mit einer Idee, die nicht nachvollziehbar ist. Wenn es bei diesem Spielstand bleibt, ist es egal. Ansonsten war das eine Top-Möglichkeit für Rapid. Eine weitere in diesem Spiel in Hälfte 1. Kainz, Hofmann und Tomi sowie Schwab. In der zweiten Hälfte Auer mit dem Lattentreffer, das Tor von Tomi. Also, es gab viele Möglichkeiten, dass hier Rapid einen klaren Derby-Sieg einfahren hätte können. Aber das alte Dilemma bei Rapid ist weiterhin vorhanden. Nämlich die Chancen verwirrt. Aber heute wäre es dann verschmerzbar, wenn man dieses Spiel gewinnen sollte. Noch geht sie allerdings. In etwa 10 Minuten mit Nachspielzeit. Meilinger, spitzer Winkel. Und da war noch ein Rapidler dran, deshalb gibt es Eckball. Vierter Eckball für die Austria. Strebinger, der noch seine Fingerspitzen am Ball hatte. Max Hofmann dran am Ball. Flanke von Holzhauser war nicht wirklich gut. Weg vom Tor, sehr hoch. Da verschafft sich die Austria selten einen Vorteil. Jetzt Strebinger vor Friesenbichler. Nächster Versuch plötzlich. Holzhauser. Dibon. Jelic wartet lange und trotzdem nochmals vielleicht die Chance für ihn. Er setzt da gut den Körper ein, kein Foul. Keins gegen Koch, keins vorbei an Koch, aber nicht vorbei an Schickhoff. Was macht er? Was macht Rotpuller? Slapstick bei der Austria im Strafraum. Pavelic. Hofmann gefoult, Freistoß. Rotpuller sagt, das war eine Schwalbe, hätte gerne eine gelbe Karte, aber Harald Lechner will vielleicht dieses Derby ohne eine Verwarnung über die Distanz bringen. Bringt Zeit für Rapid. Kajode giftig, trifft der Hofmann leicht, der nimmt das dankbar an. Aber die Austria ist auch selbst dafür verantwortlich, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Da hatten die Violetten den Ball schon längst unter Kontrolle, oder besser gesagt nicht unter Kontrolle, aber waren dran, Schickhoff und Rotbuller. Und am Ende gibt es für Rapid einen Freistoß. Könnte die letzte Aktion für Steffen Hofmann sein. In Kürze gibt es nämlich einen Wechsel. Dibon, beinahe mit Abschluss.
nochmals diese Szene, wo Jelic gegen Marcinko arbeitet, aber ich finde, seinen Körper fair, korrekt einsetzt. Keins gegen Koch. Entschließt er sich nicht zum Abschluss, macht den Haken nach innen, dann will er auch noch nicht abschließen und dann kommt Schickhoff. Da wäre auch etwas mehr Entschlussfreude besser gewesen. Ja, und Schickhoff und Rotpuller bringen sich dann im Pretui und deshalb ist dann das Spiel weitergelaufen. Also jetzt dieser Wechsel. Hofmann, der heute enorm viel wieder gelaufen ist. Zu Recht dieser kräftige Applaus für den Rapid-Kapitän. Und Stefan Nutz kommt noch zu seinem 7. Bundesliga-Spiel in dieser Saison. Und bei der Austria geht Meilinger, Serpest kommt. Also wie es aussieht, Serpest jetzt in der Innenverteidigung, Schickhoff ganz vorne, alles oder nichts bei Thorsten Fink, hohe Bälle sind jetzt gefragt bei der Austria, vielleicht auch noch die ein oder andere Standardsituation und Serpest soll also mit Rotpuller noch absichern, da ist auch schon erstmals am Ball, da kann Serpest, der unter Fink einen schweren Stand hat, das war letztes Jahr im Frühjahr noch anders. Der Interimstrainer Andreas Ogris durfte er sich entfalten und auch an Sicherheit gewinnen. Aber dann gab es ja so Verpflichtungen wie Vukojevic, die mittlerweile nicht einmal mehr einen Platz im Kader haben. Von Stronati ganz zu schweigen. Aber gut, das ist dann eine Angelegenheit von Franz Wolfert. Das sind hohe Bälle, aber das sind hohe Bälle, die unbrauchbar sind. Also konstruktiv wird jetzt wenig gehen. Rapid versucht zwar auch ein bisschen herauszukommen, das will auch der Trainer, das will auch Zoran Barisic. Aber klar ist auch, jetzt will man irgendwie diese verdammte Serie beenden bei Rapid. Letzter Sieg Anfang März gegen Mattersburg hier im Happelstadion. Jetzt danach 5 sieglose Spiele. Die Austria wird natürlich alles unternehmen, um hier noch zumindest den Punkt zu holen. Da wäre man dann schon zufrieden, wenn Thorsten Fink sagen könnte am Ende, es bleibt zwar sieglos, aber eben nicht schon wieder eine Niederlage. Schickhoff dran. Serpest Rotpuller, aber auch das ist nicht wirklich überlegt. Jelic ging sehr best. Jelic macht das verdammt stark. Die Chance für Nutz. Auch er nicht entschlossen genug. Schobesberger. Jelic. Ja, was wollen die? Den Ball ins Tor tragen. Jelic. Zuletzt war Jelic am Ball. Abstoß. 90 Minuten sind vorbei. Nochmals diese Rapid-Aktionen, die nicht und nicht zu einem Tor führen. 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist interessant. Es hat nämlich 5 Wechsel gegeben, also schon 6, aber einer war ein Doppelwechsel. Da spricht man dann eigentlich von 2,5 Minuten. Aber gut, vielleicht gibt es ja trotzdem noch ein paar Sekunden mehr aufgrund der Spielunterbrechung jetzt. Aber mit anderen Worten, es wird wenig sein. Ja, und da verstehe ich Thorsten Fink, dass er kurzfristig nicht weiß, warum hier nur 2 Minuten nachgespielt werden. Also, aber auch anders formuliert, 90 Minuten hatte die Austria die Möglichkeit, hier etwas mehr für das Spiel nach vorne beizutragen. Und insgesamt war das lauwarm, um nicht zu sagen enttäuschend,
was die Herrschaften hier gezeigt haben in Violett. Ist eigentlich ein Wunder, dass man überhaupt noch dran ist an diesem Spiel, um zumindest unentschieden spielen zu können. Kajode mit dem Foul, aber es bleibt wohl dabei. Keine gelbe Karte in diesem Wiener Derby. Das hat schon Ewigkeit nicht mehr gegeben. Schiedsrichter intern soll es ja da die ein oder andere, ich will nicht sagen Wette, aber dann doch den ein oder anderen Spaß geben, wer es schafft, möglichst oft ohne Gelb auszukommen. Gut, heute hat es tatsächlich gereicht, wie es aussieht, weil auch die Akteure selbst sich am Riemen gerissen haben. Trotz der Bedeutung dieses Spiels, trotz der Brisanz. No, ein Versuch, was wert von Schwab. Das war's jetzt. Das Spiel ist aus. Rapid und Barisic gewinnen gegen die Austria mit 1:0. Thorsten Fink versucht noch einmal ein wenig Nachspielzeit herauszuholen. Aber es ist wohl eher der Frust, die Enttäuschung über die Leistung der eigenen Mannschaft. Denn es ist zwar ein knapper, aber ein hochverdienter Derby-Sieg für die Austria. Für Rapid natürlich. Durch ihn hier, durch Tommy. Nach 58 Minuten hat er das Siegtor erzielt. Das Tor war kurios, das Tor war glücklich, aber es war eben irgendwie auch logisch, wenn man das Spiel so dominiert. Damit nach 31 Runden Salzburg. 6 Zähler weiterhin vor Rapid, aber Rapid jetzt 8 Punkte vor der Austria. Und ganz ehrlich, wenn man heute dieses Derby betrachtet, dann ist Rapid auch diese 8 Punkte zu Recht vor der Wiener Austria. Und Austria und Sturm, das ist dann etwa das Niveau, wenn es darum geht, mit der Admira sich Platz 3 auszuspielen. Ja, und Rapid darf noch ein wenig an die Meisterschaft glauben, ist aber dann wohl ein verdienter Vizemeister. Man verspätet sich bei Tommy und Venuto. Und Rapid ist also nach 5 sieglosen Spielen wieder einmal mit einem Dreier belohnt worden. Thorsten Fink ist gar nicht zu beruhigen. Zunächst war es Markus Hameter, der sein Fett abbekommen hat. Jetzt sind es nicht die vierten Offiziellen, sondern es ist Harald Lechner und Andreas Heidenreich. Aber ich wiederhole mich. Die Austria war enttäuschend, hatte nur Glück, dass Rapid so fahrlässig mit den Chancen umgegangen ist. Die Austria ist damit seit fast 400 Minuten und mehr als 6,5 Stunden ohne Torerfolg. Das sollte zu denken geben. Auch in Anbetracht dessen, dass man am Mittwoch schon Pokal spielt. Da ist der Wurm drinnen. Plötzlich ist auch Platz 3 in Gefahr. Nicht auszudenken, wenn es am Ende keinen Cup-Erfolg gibt und man Vierter werden sollte. Dann wäre innerhalb weniger Wochen alles verspielt worden, was sich die Austria im Herbst unter ihm hier so aufgebaut hat. Er fühlt sich auch manchmal missverstanden. Er sagt, er will Fußball spielen. Ja, ja, das stimmt schon. Aber heute war da nur in Ansätzen etwas zu sehen. Gegen einen Gegner, der im Moment auch nicht gerade Selbstbewusstsein ausstrahlt, der in absoluter Form ist. Aber Rapid war die bessere Mannschaft und hat deshalb verdient gewonnen. Aber hören wir hinein in die Stimmen der Spieler. Der erste Interviewpartner bei Jörg Kühne ist Austria-Verteidiger Christoph Marcinko. Das Spiel wurde Ihnen präsentiert von Admiral. Ist die Austria, Christoph Marcinko, in einer Krise? Naja, Krise. Es schaut einfach im Moment nichts Zählbares aus. Und ja, wir müssen einfach sagen, dass wir in einer Krise sind. Aber ja, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt im Cup weiterschauen und schauen, dass wir am Mittwoch unsere Leistung abrufen. Und ja, müssen das abhaken. Mittwoch geht es weiter. Und, ja. Welche Bedeutung hat denn der Cup?
sehr viel, glaube ich. Wir stehen im Halbfinale und wollen unbedingt ins Finale. Und ja, es hat ja eine große Priorität für uns und deswegen ja, hat es eine große Bedeutung für uns, glaube ich. Ist das Resultat heute mir nichts, dir nichts zu akzeptieren? Ja, ich glaube, das hat ja, ein komisches Tor war es, glaube ich. Und ich glaube, dass ein 0-0 gerechtfertigt gewesen wäre. Und ja, ist bitter, das eine Tor, dass wir das kriegen, auch noch in der Schlussphase. Ja, ist bitter heute. Wie heiß wird denn jetzt diese Geschichte um den dritten Platz? Ist alles recht eng benannt plötzlich. Ja, es ist sehr knapp und deswegen müssen wir schauen, dass wir jetzt Punkte anfangen. Und damit geht es weiter nächsten Samstag gegen Mattersburg auswärts. Und ja, jetzt müssen wir. Wir müssen den dritten Platz halten und deswegen müssen wir punkten. Sehen Sie noch klar, Christoph? Schaut arg aus. Ja, ja, ich sehe noch alles, ja. Was ist passiert? Eine Übung im Training. Und, ja. Wer war der Bösewicht? Der Ritschi, der Windpichler. Der Ungustl. Ja, ist bitter, aber ja, mit den Hosen ist jetzt nichts, aber schauen wir mal. Oh je. Der besser, glaube ich. Hoffentlich. Danke. Also während wir aus der Vorstand Markus Kretschmer sehen, in ihn kocht sicherlich, muss ich sagen, mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen um Christoph Marcinko. Weniger wegen seinem linken Auge, das wird schon wieder werden, sondern um diese mangelnde Selbstkritik. So quasi, es geht weiter, ein 0-0 wäre gerecht gewesen. Wo war der Mann die letzten 90 Minuten? Der Siegtorschütze, jetzt bei Jörg Kühne. Ja, Tommy, sind Sie besser als Jelic? Nein, wir sind Mannschaft, wir haben heute alles. Ganze Mannschaft gewinnen, ganze Kader gewinnen. Und das ist nicht so. Trotzdem, wie taugt Ihnen Ihre Serie bei Rapid? Ja, ich habe lange gewartet auf meine Chance. Jetzt komme und ich muss da sein. Und Gott sei Dank habe ich ein bisschen Glück. Wie lange hat denn das gedauert, dieses Warten? Ja, sehr lange, sehr lange. Für mich war es sehr lange. Ich war nicht gewohnt auf diese Warte, auf diese. Ja, Geduld und ich habe gewartet, ich habe sehr gut trainiert, ich habe schwierig gemacht vor Trainern und jetzt bin ich tot, jetzt ist super. Will Rapid jetzt doch Meister werden noch heuer? Ja, warum nicht? Wir sind hinter Red Bulls jetzt 6 Punkte, wir haben jetzt Turm nächste Woche und schauen, was passiert. Wird schwer, oder? Ja, sicher wird es schwer, aber im Fußball kann alles passieren. Gracias. Muy bien, Thomas Esteban Correa Miranda, genannt Tommy, macht also Rapid zum Derby-Sieger. Der Siegtorschütze zum 1-0 in der 58. Minute. Ja, Rapid hat dieses Spiel bestimmt, ich habe es öfter erwähnt, die Mannschaft mit den klar besseren Chancen, auch wenn Sie in der dritten Zeile sehen, dass die Austria öfter aufs Tor geschossen hat. Aber da war ein einziger gefährlicher Torschuss von Meilinger bzw. von Keat, der versucht dann im Nachschuss erfolgreich zu sein. Ansonsten war Rapid hier einfach die Mannschaft mit den klaren Torchancen und hat ihm am Ende nur knapp mit 1-0 gewonnen. 317. Wiener Derby. Rapid hat die Austria für 26.200 Besucher im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Gast. Düdeldorfer beginnen von links nach rechts, 15. Spielminute. Florian Kainz auf den aufgerückten Linksverteidiger Stefan Auer. Er wartet dann zu lange, ist etwas unentschlossen. Stefan Schwab zieht ab. Erste gute Möglichkeit für Rapid. Der Rekordmeister ist insgesamt besser drinnen in dieser Partie, hat 60% Ballbesitz in den ersten 20 Minuten und kombiniert deutlich besser. Steffen Hofmann mit gutem Einsatz. Auer auf Solospitze. Tomi, der Spanier, legt per Schulter ab für Kainz. Zweite gute Chance im Spiel für die Gastgeber. Feiner Spielzug. Die Austria kommt nicht richtig in die Zweikämpfe. Kainz, ein absoluter Aktivposten bei Rapid. 21. Minute, guter öffnender Pass von Schwab auf Kainz. Der Mittelfeldspieler stark in den Rückraum auf Steffen Hofmann, der vorbei an Schikow, aber eben auch vorbei am Tor von Nationalteamtorhüter Robert Almer. Insgesamt laufen bis dahin 65% der Angriffe von Rapid über die linke Seite. Kapitän Steffen Hofmann mit der bis dahin besten Möglichkeit in diesem Spiel. Die Austria leistet sich immer wieder Ballverluste im Aufbauspiel. Schikow mit dem Fehlpass. Rapid immer wieder mit dem guten, schnellen Umschaltspiel. Pavelic auf Steffen Hofmann. Schwab probiert es aus nicht ganz idealem Winkel. 44. Minute.
Rapid ist klar das spielbestimmende und deutlich gefährlichere Team. Praktisch mit dem Pausenpfiff gibt es die nächste richtig gute Torgelegenheit für die Hütteldorfer. Eckball von Steffen Hofmann. Und so der Spitze. Tomi scheitert per Kopf nur hauchdünn. Gewinnt das Kopfballduell gegen Schickhoff. Setzt die Kugel aber knapp neben das Tor. Der Ärger des Spaniers. 0:0 lautet der Pausenstand. Auch wenn Rapid-Trainer Zoran Barisic das kaum glauben kann. Zweite Spielhälfte, Rapid bleibt weiterhin das aktivere Team. Schaub gut auf Pavelic. Nicht idealer Pass. Da lauert aber Stefan Auer. Der wird nicht attackiert. Feiner Schuss. Hat Pech. Trifft nur die Querlatte. Auer beinahe mit seinem ersten Treffer im Dress von Rapid. Das Ganze in der 50. Minute. Bei den Veilchen sitzen Coyote und Venuto. Zunächst nur auf der Ersatzbank. 54. Minute. Roy Keertz weiter auf Meilinger. Der hat dann etwas Platz, wird nicht entscheidend attackiert, zieht ab. Strebinger mit Problemen. Kehrt beinahe aus dem Nichts mit dem 1:0 für die Austria. Strebinger ist dann noch mit den Fingerspitzen dran. Der Schuss von Meilinger wird von Dibon noch abgefälscht. Unangenehmer Ball. Strebinger bessert seinen Fehler noch aus. 58. Minute, intensive Phase jetzt im Derby. Schaub im Dribbling mit dem Ballverlust. Grünwald möchte klären, Tomi kommt zum Abschluss. 1:0 für Rapid, verdiente, aber kuriose Führung. Drittes Saisontor dabei für Tomi. Schaub verliert zunächst das Duell gegen Grünwald, setzt dann aber entscheidend nach und liefert dadurch sogar noch die Torvorlage. Via Grünwald kommt dann die Kugel zu Tomi. Er steht nicht im Abseits, behält die Nerven, bezwingt cool Torhüter Alma und rechtfertigt somit seinen Einsatz von Beginn an. Bei der Austria kommt nach 56 Minuten Coyote für Kehrt in die Partie und Coyote fügt sich gleich gut ein, 3 Minuten nach seiner Einwechslung mit diesem Schuss. 76. Minute, Steffen Hofmann setzt gut gegen Koch auf der Gegenseite nach. Rapid ist frischer und spritziger. Kainz wunderbar auf den eingewechselten Jelic beinahe die Vorentscheidung. Danach tut sich nichts Entscheidendes mehr. Rapid spielt den ein oder anderen Angriff nicht sauber zu Ende. Gewinnt das 317. Wiener Derby knapp, aber absolut verdient mit 1:0. Ja, ich habe lange gewartet auf meine Chance. Jetzt kommen und ich muss da sein. Und Gott sei Dank habe ich ein bisschen Glück.